Es war eine Niederlage des Trainers. Carlo Ancelottis Plan ging nicht auf. Robben, Ribéry und Hummels auf der Bank. Ein Vabon-Spiel. Der Plan war, viel Ballbesitz zu haben. Deshalb wollte ich mit James und Müller zwei Spieler zwischen den Linien haben. Alaba und Kimmich sollten den weiten Raum auf den Außen nutzen. Ich denke, das lief auch gut. Wir hatten gute Torgelegenheiten. Aber wir hatten nicht ausreichend Balance und Durchschlagskraft, nicht genug Kontrolle unserer Stürme. And more control of the player in front. Dass der Unterschied so deutlich sein würde, war ernüchternd. Die Gewichte im europäischen Fußball verschieben sich langsam. Bayern verliert den Anschluss, Ancelotti aber verteidigt seine Rotation. I thought that we could win. And, Ich dachte, dass wir hier gewinnen können. Es stimmt, dass mit Robben, Ribéry und Hummels großartige Spieler auf der Bank saßen. Aber in jedem Spiel sitzt ein großer Spieler auf der Reservebank. Das ist das Leben bei einem Topverein. Du musst klasse Leute auf der Bank lassen. Das ist mein Job. Einen fitten Arjen Robben auf der Bank zu lassen, ist dann aber doch gewagt. Ancelotti verliert den Draht zu seinen Top-Leuten. Es brodelt bei den Bayern. Waren Sie überrascht über die Aufstellung? Nein, darüber sage ich gar nichts. Die Pleite in Paris hat Ancelotti weiter geschwächt. Die Zweifel an seiner Rotation und Teamführung wachsen. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat auf der nächtlichen Bankettrede Konsequenzen angekündigt. Was das auch immer heißen mag.